Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Tino Chrupalla bei Anne Will beim Thema Steuern die anderen Parteien ziemlich entblößen konnte und wie eine FAZ-Journalistin ernsthaft Kritik verbieten will. Also nicht verbieten will, aber sie gesagt hat, ja, man solle nicht so kritisch sein. Außerdem soll es darum gehen, was Tino Chrupalla noch hätte besser machen können, damit die AfD nicht nur über 12% bekommt, sondern möglichst natürlich auch über 30%. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Mit Herrn Chrupalla weiter, der bei einer Regierungsbildung nicht mitbestimmen kann, weil niemand mit ihm und der AfD zusammenarbeiten will. Das liegt an vielem, liegt aber auch an einem exklusiven Vorschlag, den die AfD exklusiv hat, und zwar diesen hier. Im Wahlprogramm der AfD heißt es, wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig. Herr Chrupalla, nicht mal Viktor Orban oder Marine Le Pen wollen die EU verlassen. Warum wollen Sie den Deutschen so sehr schaden? Zuallererst ist das eine Maximalforderung in unserem Wahlprogramm. Ich denke, man kann Maximalforderungen als Opposition durchaus in einem Wahlprogramm formulieren. Das heißt, Sie meinen es gar nicht so ernst? Das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie mir jetzt ein Stück weit unterstellt. Ich wollte verstehen, was Maximalforderung ist. Das will ich ja gerade erklären. Das will ich ja gerade erklären. Wir haben die letzten Jahre seit 2017 uns die EU, auch die Reformbereitschaft der EU angeschaut. Und wir erkennen keine EU-Reformbereitschaft. Im Gegenteil, mit dem Ausstieg Großbritanniens hat sich eigentlich gezeigt, dass diese EU auch nicht reformierbar mehr ist oder auch nicht mehr den Willen auch zeigt. Wir zahlen mittlerweile die Ausgleichszahlung für Großbritannien dieses Jahr 20 Milliarden Euro mehr. Der deutsche Steuerzahler kommt für die Überschuldung dieser EU immer mehr auf. Wir sehen, dass der deutsche Steuerzahler 100 Euro in diese EU einzahlt und 30 Euro zurückbekommt. Also ein absolut schlechtes Geschäftsmodell. Ist nicht ganz richtig gerechnet, glaube ich, wie Sie es machen, denn andere rechnen ganz anders. Und da kommt immer raus natürlich, deshalb hatte ich Sie auch gefragt, warum Sie den Deutschen so sehr schaden wollen. Da kommt immer raus, dass es den Deutschen total nutzt, Mitglied in der Europäischen Union und vor allen Dingen im Binnenmarkt zu sein. Schauen wir uns das mal an. Deutschland profitiert wie kaum ein anderer europäischer Staat vom gemeinsamen Binnenmarkt. Nach Berechnung der Bertelsmann Stiftung steigert der Binnenmarkt im Durchschnitt die Einkommen der EU-Bürgerinnen und Bürger jährlich um rund 840 Euro pro Person. In Deutschland sogar um 1046 Euro. Und die überwiegende Mehrheit der Deutschen, nämlich 84%, fühlen sich als Bürgerinnen und Bürger der EU. Es lohnt sich für die Deutschen und sie fühlen sich als Bürgerinnen und Bürger der EU. Warum hacken Sie da auf so einem Vorschlag rum, der nur für eine kleine Minderheit? Was heißt kleine Minderheit? Wir reden hier immer noch von 16%, die das anders sehen. Und jetzt frage ich Sie, ich bin ja auch mit vielen Bürgern, mit vielen Unternehmen in Kontakt. Was meinen Sie denn mit profitieren davon? Schauen wir uns doch mal die Rentenbilanz in Deutschland an. Wir werden übrigens die nächsten 4 Jahre auf ein absolutes Rentenfiasko hin steuern. Es muss auch angepackt werden. Das wurde die letzten Jahre unter der CDU überhaupt nicht angefasst. Das die hat Renten, mit der EU die Renten, aber ganz wenig zu natürlich, tun. Ne? Natürlich, die Nullzinspolitik trägt dazu bei, dass die Sparer natürlich immer mehr ihre Ersparnisse verlieren, dass natürlich auch wir immer mehr die Risiken auch der EU mit Target-2-Salden, mit der ganzen EU-Verschuldungspolitik, mit der Rettung des Euros. Der Euro wird jeden Tag neu gerettet. Das finanzieren hauptsächlich die Deutschen. Und natürlich muss man das ansprechen. Und natürlich haben wir auch alternative Vorschläge dazu. Lohnt es sich für die Deutschen, nicht mehr Mitglied der EU zu sein? Also völliger Blödsinn. Damit würden wir uns den Lebensnerv abschneiden. Wir haben 9 Landgrenzen. Wir sind das Land mit den meisten Landgrenzen. Wir sind unglaublich vernetzt innerhalb von Europa. Wir haben es in der Corona-Pandemie gesehen, was es bedeutet, wenn da Grenzen zugemacht werden, wenn da Menschen nicht mehr von A nach B kommen und was der gemeinsame Markt für uns bedeutet. Und das wäre der Crash für unseren Wohlstand. Bei aller Kritik an der EU sind wir uns einig, besser geht immer, aber trotzdem EU raus, das wäre das Tödlichste, was wir wirtschaftspolitisch, aber auch friedenspolitisch machen könnten. Herr Chrupalla.
Ja, ich verstehe nicht, was Sie jetzt mit wirtschaftspolitisch meinen. Wir waren auch Exportweltmeister vor dieser EU gewesen. Wir sagen ganz klar als AfD, natürlich waren wir das. Wir hatten auch eine stabile Währung mit der D-Mark. Die aktuelle Währung ist eben nicht stabil. Stimmt aber. Ja, und wir sagen ganz klar Ja zu Europa, Nein zu dieser EU, die, wo kein Reformwille da ist. Wir erleben es doch in der EU. 60.000 Beamte mittlerweile in Brüssel und in Straßburg. Alleine das muss man ja auch mal den Bürgern erklären. Wir wollen auch nationale Souveränität zurück nach Deutschland. Wir wollen Selbstentscheidungen treffen, hier in Berlin. 83% der Gesetze, das wissen Sie, Herr Brinkhaus, werden in Brüssel gemacht, die wir noch nur noch im Bundestag abnicken, wo wir auch kaum noch Einfluss haben, die national zu gestalten. Und dann sagen Sie selbst, stellen sich hin im Bundestag, da können wir wenig ändern, das kommt alles aus Brüssel. Ja, diese Entscheidung wollen wir zurück ins nationale Parlament, weil hier, denke ich, entschieden werden kann und weil hier die Bürger auch wissen, was richtig ist und was wichtig ist. Die EU hat sich komplett abgekoppelt von den Nationalstaaten. Wir wollen ein Europa der nationalen, souveränen Staaten und dafür steht nur die AfD als Alternative. Nicht mal Viktor Orban, nicht mal Marine Le Pen, das sagt auch. Ja, natürlich haben diese Länder natürlich auch diese Kritik, die berechtigt ist. Aber sie profitieren ja hauptsächlich auch von der Einzahlung Deutschlands. Wir sind der höchste Nettoeinzahler in diese EU. Da würde natürlich jedes Land stark. Wo profitieren wir denn noch? Reden Sie doch mal mit Unternehmen. Aktuell mit mittelständischen Unternehmen. Ich meine die mittelständischen Unternehmen leiden unter diesen Voraussetzungen, unter dieser Zahlung. Vollkommen. Nein, das ist kein Blödsinn, Herr Borjans. Und wenn das so eine tolle Politik wäre, Herr Brinkhaus, dann würden Sie nicht bei 19-20% rumkrebsen. Sie müssen sich doch einfach mal selbst reflektieren. Sie reden jetzt hier auch gerade, Sie haben zusammen mit Herrn Borjans zusammen, regieren Sie hier seit über 16 Jahren, 8 Jahre jetzt zusammen und jetzt machen Sie so auf Koalitionsstreit, beziehungsweise wollen sich jetzt selbst hier profilieren. In Thüringen übrigens, auch das als Beispiel, haben Sie die Linke, die Kommunisten, mit ins Boot geholt, dort zu regieren. Und jetzt machen Sie so und stellen sich hier hin, als wenn Sie selbst keinen Linksruck erzeugt haben. Sie haben selbst diesen Linksruck erzeugt und haben als CDU diesen Linksruck mitbegründet. Und deswegen stehen Sie auch da, wo Sie hingehören. Herr Krupalla, Sie haben mal formuliert, wir sind nicht extrem, wir sind extrem vernünftig. 2019 haben Sie das gesagt, wollen aber, soweit ich Ihr Wahlprogramm verstehe, bis auf die Einkommens- und Umsatzsteuer fast alle Steuern abschaffen. Also die Grundsteuer, die Grunderwerbsteuer, die Erbschaftssteuer, den Rest des Solidaritätszuschlags, der im Moment noch erhoben wird und den die reicheren, wohlhabenderen 10% der Deutschen noch bezahlen. Sie wollen die Vermögenssteuer nicht wieder einführen, was manche andere Parteien ja wollen oder vorschlagen. Und das macht dann zusammengerechnet laut Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, summa summarum minus 52,5 Milliarden Euro pro Jahr, die in den Kassen von Bund, Ländern und Kommunen dann fehlen werden. Was genau ist daran vernünftig? Das werde ich Ihnen jetzt gleich erklären, weil es gibt natürlich auch ein Gegenfinanzierungsmodell. Aber wenn wir jetzt hier überhaupt über diese ganze Steuerproblematik sprechen, wir stellen jetzt überall ein paar kleine Schräubchen, aber am großen Ganzen, an diesem eigentlich falschen Steuersystem und auch was niemand mehr verstehenden Steuersystem hat in Deutschland, das versteht ja niemand mehr, brauchen wir, und das ist besagt unser Wahlprogramm, brauchen wir eine große Steuerreform, endlich. Und das hat die Regierung Merkel eben über die Jahre nicht gemacht. Und bevor wir uns überhaupt insgesamt immer nur die Einnahmenseite anschauen, das ist doch das Problem in diesem Land, müssen wir uns doch auch mal die Ausgabenseite anschauen. Das bedeutet, wir brauchen endlich mal einen Kassensturz. Jeder Unternehmer, ich bin selbst einer, macht erstmal eine Bilanz, eine Eröffnungsbilanz, wo ich sehe, was sind die Einnahmen und was sind die Ausgaben. Und man kann sehr wohl diese Dinge, die wir als Erleichterung im Übrigen sehen. Im Übrigen, Frau Wissler, Sie wollen die CO2-Steuer, da sind Sie voll dafür. Das ist genau das, was die Familien belastet, was Unternehmen belastet. Das kann man gegenfinanzieren, indem man sich genau anschaut. Wir wollen die Digitalsteuer einführen. Mhm. Dass solche Konzerne wie Amazon, wie Google, wie Facebook, wie jeder mittelständische Unternehmer hier in Deutschland endlich mal ordentlich Steuern bezahlt. Interessante Übereinstimmung mit der Linkspartei. Das ist eine Übereinstimmung. Dann kann man sich anschauen, die Ausgabenseite. Migrationskosten. 40, 50, 60 Milliarden Euro. Habe ich sofort eine Gegenfinanzierung. Von Herrn Raffelhüschen oder von Hans-Werner Sinn. Es geht weiter vor. Die Ausgaben an die EU habe ich schon angedeutet. Ja. 20, 3030 Milliarden. Aber also bleiben wir haben, doch erstmal bei den locker, Einnahmen, Herr Krupalla. Das von den, ist ja interessant, Frau Will, dass Sie da sofort von locker, weg wollen. Warum ich kann denn? Ihnen, ich kann Ihnen locker von den 800 Milliarden Steuereinnahmen, die die Bundesrepublik Deutschland hat, 100 Milliarden einsparen, was die Ausgaben angeht. Wir müssen doch endlich mal unsere Unternehmen auch entlasten, unsere Mittelständler, unsere Handwerker. Aber da kam nicht
Scholz aus der CDU. Übrigens, Finanzminister ist Olaf Scholz. Ich staune, Herr Brinkhaus, dass Sie da nicht mal endlich angreifen. Das ist doch Ihre Chance. Das steht doch ja, und, ja, das steht in Ihrem Programm. Er hat doch das mit zu verursachen. Wir haben 240 Herr Kupala, Milliarden Sie gehen weg Euro, von der Frage. Wir haben 240 eigentlich? Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Wir leben über unsere Herr Verhältnisse. Kupala, ja. Ich bin bei der Frage. Ich will ja verstehen, was Sie vorhaben. Sehe da, Sie wollen erstmal bums alle Steuern abschaffen, bis auf Einkommens- und Umsatzsteuer. Ja, wir wollen einen Politikwechsel, richtig. Nee, wir sprechen ja jetzt über diese Steuern. Ne? Richtig. Und dann bleiben wir jetzt erstmal bei den Einnahmen. Dann finde ich es nämlich interessant, bezogen auf Ihren Werdegang. Sie sind Malermeister richtig. Mit einem eigenen Unternehmen und sagen deshalb ja auch immer, Sie kennen die Probleme der einfachen Leute, die einfach ihre Arbeit machen. Wie passt dann dazu aber, und jetzt bleibe ich bei Ihren Steuervorschlägen, da spricht ja wahrscheinlich nur eine politische Idee für dieses Land raus. Wie passt dann dazu, dass diese Steuervorschläge, die Sie machen, alle zugunsten von reichen Menschen gehen? Das stimmt nicht. Doch, wenn Sie die Erbschaftssteuer abschaffen, dann wird es nicht Oma mit ihrem kleinen Häuschen treffen. Wir wissen auch, dass die Erbschaft- und Vermögenssteuer verfassungsrechtlich zum Beispiel sehr problematisch ist. Die Vermögenssteuer, ja, nicht richtig. Die Erbschaftssteuer. Ja, den Rest vom Soli, natürlich. das entlastet die oberen 10%. Da hat niemand was von denen, für die Sie sich verwenden wollen. Diese Einnahmen, deshalb will ich das nur verstehen, ja, ob Sie als eine solche Partei verstanden werden wollen, die sich der Begünstigung die Einnahmen, der Wohlhabenden auf die verpflichtet Einnahmen auf dieser sieht. Ebene sind doch marginal. Und wenn jemand für ein Erbe erhält, und da haben wir im Prinzip die gleiche Programmatik wie die CDU zum Beispiel, dann sind diese Gelder schon versteuert. Warum soll der nochmal dafür Steuern bezahlen? Das sehen wir nicht ein. Vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel auch, wenn es um Firmenweiterleitungen geht, wenn man eine Firma vererbt bekommt, wenn man Familienunternehmer weitervererbt. Wir haben so viele Betriebe, die natürlich händeringend zum Beispiel Nachwuchs brauchen. Also das sind doch die Dinge, die Entlastung bringen. Und wie gesagt, die unsägliche CO2-Steuer, was nicht anderes ist als moderner Ablasshandel, die EEG, genau das Gleiche. Milliardenbeträge. Und deswegen, wir können heute noch über den Mindestlohnerhöhung von 1-2 Euro reden. Das Sie merken es, ne? Sie gehen weg von der Frage. Nein, ich gehe nicht weg. Sie wollen sich damit gar nicht beschäftigen, ob Sie doch nicht die Partei für die einfachen Leute sind. Wir reden doch nicht nur über Steuern. Wissen Sie, was für Unternehmen... Doch, wir reden gerade über Steuern. Ich werde Ihnen sagen, was für die Unternehmen viel größeren Probleme sind auch die Sozialabgaben. Darüber redet in diesem Land niemand mehr. Hat Herr Brinkhaus eben drüber gesprochen. Berufsgenossenschaft. Da langt jedes Jahr die Berufsgenossenschaft richtig zu. Ja, und das sind die nächsten Erhöhungen, die natürlich auch für die Unternehmen, für die mittelständischen Unternehmen einschlagen. Und da hat die CDU nichts gemacht die letzten Jahre. Und die Quittung wird sie am 26. September bekommen. Das garantiere ich Ihnen. Sie sind keine Mittelstands- und Handwerkspartei mehr. Herr Brinkhaus, die FDP im Übrigen auch nicht. Und ja, das ist so. Ja. Ich mache weiter. Frau Bobrowski, erklärt sich die Schwäche der CDU-CSU im Moment aus dem schwachen Kandidaten, aus den fehlenden Inhalten? Oder gibt es tatsächlich eine echte Wechselstimmung in diesem Land? Wahrscheinlich alles drei zusammen. Auch ein verholperter Wahlkampf, muss man sagen, mit vielen Schwächen, die wir gesehen haben. Was mich manchmal umtreibt, wenn ich auch Ihnen so zuhöre oder wenn ich mir überhaupt die Kritik anhöre, dann hat man manchmal das Gefühl, wir leben in Deutschland in einem vollkommen kaputten Land mit lauter armen Menschen und niemand kann hier irgendwie, ja, also gibt keine Digitalisierung, gibt nichts, alles sei irgendwie marode und Schrott. Und ich finde, manchmal wäre es ratsam, auch übrigens im Wahlkampf, und ich verstehe auch im Wahlkampf dieses Wünsch dir was und übereinander herfallen, aber ich finde, manchmal würde es der politischen Kultur gut tun, man würde ab und zu mal einen Schritt zurücktreten und mal drauf schauen, was wir haben. Ja, es gibt Veränderungsbedarf, das ist vollkommen außer Frage. Wir müssen im Klimaschutz viel besser werden, das ist völlig klar. Wir müssen bei der Planungsbeschleunigung, das muss schneller werden, auch in der Digitalisierung vorankommen. Aber ich finde manchmal diese Häme, die verbreitet wird, mit der, also die Deutschen sind irgendwie die Weltmeister darin, ihre Politiker und auch ihr eigenes Land schlecht zu reden. Und es gibt auch die Armut, das will ich überhaupt nicht kleinreden, das sind Probleme, und trotzdem haben wir in der Pandemie gesehen, wenn es sein muss, kann es auch sehr schnell gehen. Wie war der Gesamteindruck der Sendung? Tino Chrupalla konnte ausreden und konnte dadurch auch wirksam punkten, aus meiner Sicht, vom Zuschauer. Anne Will hat aber dennoch probiert zu manipulieren und Narrative einzustreuen. Sie hat beim Thema EU Chrupalla gefragt, ob die AfD Deutschland schaden wolle. Und hat vorher noch erklärt, mit der AfD wolle keiner koalieren, wolle keiner zusammenarbeiten.
wo aber klar war, dass es für die Frage eigentlich nicht von Wichtigkeit ist, sondern dass es nur darum geht, das zu wiederholen, es dem Zuschauer in Erinnerung zu rufen. Je öfter was wiederholt wird, desto wichtiger ist es für den Zuschauer und desto mehr ist es ihm präsent. Es ist immer so, dass man allein durch die Themenlenkung manipuliert. Das heißt, eine vollkommen neutrale Sendung gibt es nicht. Unbewusst wird man immer manipulieren, den Zuschauer, sogar ohne Absicht. Es geht aber um die Frage, ob man sich bemüht, ausgewogen zu berichten oder ob man das nicht tut. Das ist der entscheidende Punkt. Und hier bei Anne Will ist wieder einmal nachweisbar, dass sie sich genau nicht bemüht, neutral zu berichten, sondern das Gegenteil der Fall ist. Beim Thema EU fragt sie also bewusst provokativ, ob die AfD Deutschland schaden wolle. Jetzt könnte man sagen, das ist ja okay. Sie stellt ihr kritisches Narrativ vor und Tino Chrupalla hat dann ja die Gelegenheit, sein Narrativ dagegen zu stellen. Es ist aber natürlich so, dass wenn man ein Narrativ einbringt, es sich der Zuschauer merkt. Es wäre also in Ordnung, wenn es bei den anderen Parteien auch so wäre. Das heißt, wenn dann Anne Will fragt, die CDU, die EU, sie kostet so viel Geld, 20 bis 30 Milliarden Euro. Schaden Sie nicht Deutschland, wenn Sie so viel Geld an die EU überweisen? Eine Frage in der Art wird aber natürlich der CDU oder werden anderen Parteien nie gestellt. Umgekehrt wird der AfD die Frage gestellt, ob sie Deutschland schaden will, wenn sie aus der EU austreten will. Anne Will hat dann zwar am Anfang des Beitrags wurde gesagt, die AfD wolle ersatzweise eine EWG wiederhaben, aber es wurde dann im Beitrag suggeriert, die AfD wolle unkontrolliert aus der EU ausscheiden, sodass sie auch aus dem Wirtschaftsraum ausscheidet. Das will die AfD aber natürlich nicht. Und was der gemeinsame Markt für uns bedeutet, und das wäre der Crash für unseren Wohlstand bei aller Kritik an der EU. Brinkhaus hat den Ball aufgenommen und auch suggeriert, die AfD wolle unkontrolliert aus dem Wirtschaftsraum raus. Sodass der Zuschauer gedacht hat, wenn jetzt Deutschland aus der EU austritt, dann tritt Deutschland automatisch aus dem Wirtschaftsraum aus. Die Suggestion wurde hier klar dem Zuschauer verkauft, bewusst. Tino Chrupalla hätte diese Manipulationsabsicht dem Zuschauer offensichtlich machen können. Warum ist das so wichtig? Wenn Tino Chrupalla das dem Zuschauer offensichtlich macht, dann lässt er Anne Will schwach aussehen. Das ist ganz wichtig, weil Anne Will und die Öffentlich-Rechtlichen und die Altparteien, sie demütigen die AfD beständig. Und wenn Tino Chrupalla das über sich ergehen lassen muss und es nicht verbalisieren kann, dann sieht er schwach aus. Also in dem Fall, wenn die AfD es nicht verbalisiert, eine Benachteiligung, dann wirkt sie wehrlos. Und das ist für den Mitläufer relevant. Der Mitläufer läuft den Starken hinterher. Wenn jemand sich nicht wehren kann, dann ist er schwach. Das heißt, wenn er eine Demütigung akzeptieren muss, dann ist er schwach. Das ist ja der Trick, dass im Moment Demütigungen stattfinden und die AfD sich schwer tut, das zu verbalisieren. Überhaupt sämtliche Oppositionsparteien oder Gruppierungen. Das gilt genauso für Querdenken. Michael Ballweg, Markus Heinz, sie haben es auch nicht geschafft, die Demütigung zu verbalisieren in Sendungen, wenn sie konfrontiert wurden. Das war bei Markus Heinz in der Münchner Runde der Fall und bei Michael Ballweg beim Monitor. Es haben also alle Oppositionsgruppen das gleiche Problem. Es war so, dass allein durch Tino Chrupallas Schilderungen über die Steuern, das hat er aus meiner Sicht, hat er das hervorragend gemacht, das hat man schon gemerkt, allein wenn die Frage ihm gestellt wurde, sein Gesicht war ganz ruhig und man hat gesehen, egal was Anne Will fragt, er kann das jetzt gut beantworten. Die AfD hat sich ein Konzept überlegt, das tragfähig ist. Und was Tino Chrupalla durch die Schilderung des AfD-Programms dem Zuschauer vielleicht auch schon bewusst machen konnte, ist, dass die Altparteien, dass sie eine positive Berichterstattung bekommen, eine unkritische Berichterstattung für hohe Steuern oder für hohe Abgaben, dass nicht kritisch hinterfragt wird. Dass die ganzen moralischen Dinge dem Bürger stets viel Geld kosten. Also die EU, der Frieden, kostet viel Geld. Die Energiewende kostet viel Geld. Die Migration, Corona kostet natürlich auch viel Geld. Und was vielleicht jetzt Tino Chrupalla noch hätte deutlicher machen können, daraus lässt sich ein Zusammenhang konstruieren. Denn jemand verdient ja das Geld, das die Bürger zahlen. Beispielsweise bei einer Energiewende. Dort ist es ja auch so, dass die Bürger quasi einen Pauschalbetrag zahlen und es so besonders für die sozial Schwachen besonders hart ist. Die Reichen, die werden natürlich etwas mehr Energie verbrauchen, aber nicht sehr viel mehr. Weil eigentlich, man hat nur einen bestimmten Energiebedarf und normalerweise verbraucht man nicht unendlich viel Energie. Es war ja bisher so, dass die AfD überhaupt nicht zu Wort kam im Fernsehen. Der Bürger sie gar nicht wahrgenommen hat. Weil es ging ja immer nur um Rechtsextremismus, die AfD wurde immer nur damit konfrontiert
Und ansonsten wurde sie gar nicht eingeladen. Das war ja vor einem Jahr bei Anne Will mit Alice Weidel auch so. Aber aus irgendeinem Grund haben sich die Öffentlich-Rechtlichen, wahrscheinlich zur Reinwaschung, jetzt entschlossen, jetzt darf die AfD sich auch zu Sachthemen äußern. Wahrscheinlich, um den Vorwurf zu entkräften, es gäbe eine Ungleichbehandlung. Dass sich die AfD nicht über die Medien beschweren kann. Dass die Öffentlich-Rechtlichen sagen können, ja, wir sind fair. Die AfD hatte im Wahlkampf, sie konnte sich auch äußern. Sie vertrauen wahrscheinlich darauf, dass die negative Meinung gegenüber der AfD stark verfestigt ist. 75% der Leute können sich im Moment ja nicht vorstellen, AfD zu wählen. Aus meiner Sicht aber hat Anne Will unterschätzt, wie stark Tino Chrupalla hier punkten kann beim Thema Steuern. Weil zum ersten deutlich wurde, dass die AfD ein klares Konzept hat, sich die Dinge klar überlegt hat und außerdem, wie viel Geld man einsparen kann. Weil über die Ausgaben wird ja in den Medien so gut wie gar nicht mehr geredet. Es geht ja immer nur um die Einnahmen, so auch bei Anne Will. Dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt hat eine FAZ-Journalistin, die ernsthaft am Ende der Sendung gesagt hat, man soll doch nicht alles so kritisch sehen. Ja, es gibt Veränderungsbedarf, das ist vollkommen außer Frage. Wir müssen im Klimaschutz viel besser werden, das ist völlig klar. Wir müssen bei der Planungsbeschleunigung, das muss schneller werden, auch in der Digitalisierung vorankommen. Aber ich finde manchmal diese Häme, die verbreitet wird mit der, also die Deutschen sind irgendwie die Weltmeister darin, ihre Politiker und auch ihr eigenes Land schlecht zu reden. Und es gibt auch die Armut, das will ich überhaupt nicht kleinreden, das sind Probleme und trotzdem haben wir in der Pandemie gesehen, wenn es sein muss, kann es auch sehr schnell gehen. Und das sind Statements, jedenfalls, ich bin in der DDR nicht aufgewachsen, aber sowas erinnert mich an die DDR. Also ich würde mir vorstellen, dass sowas wurde damals im DDR-Fernsehen gesagt. Es erklärt sich auch ganz eindeutig, warum die Linke bei 6% ist und sie auch nicht höher kommt. Wissler hat in der Sendung ganz groß erklärt, ja, die Armen, es tut uns so leid und es ist so ungerecht und wir wollen 75% Spitzensteuersatz und wir wollen die Armen ganz ehrlich entlasten. Also hat sie hier ganz groß klar gemacht, wir die Linken, wir sind für die Armen. Warum aber steht die Linke so schlecht da, also im Vergleich zu früher? Weil die Leute natürlich genau sehen, da hilft auch die Täuschung nichts, sie müssen ja immer die Stromrechnungen bezahlen. Und sie wissen ja ganz genau, dass sie das bezahlen müssen, dass die Linke jetzt noch besonders stark die Energiepreise erhöhen wollen durch die Energiewende. Und sie haben nicht das Vertrauen darauf, dass dann irgendwelche Ausgleichszahlungen, dass es am Ende ankommt. Sie haben selbst diesen Linksruck erzeugt und haben als CDU diesen Linksruck mitbegründet. Und deswegen stehen Sie auch da, wo Sie hingehören. Was auch noch interessant war und was mir sehr gefallen hat, war, dass Tino Chrupalla nicht probiert hat, sich bei der CDU einzuschleimen. Jedenfalls mich hat das gestört, als Baumann bei der Berliner Runde Koalitionsangebote in Richtung CDU gemacht hat und sozusagen gesagt hat, wir haben eine konservative Mehrheit und lasst uns doch koalieren. Stattdessen hat Chrupalla klargemacht, ihr steht im Moment nicht gut da und wir bedauern das in keiner Weise. Ihr könnt ihr schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.